Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt hier auch vom PC-Schneidetisch. Ich bin jetzt schon circa 1 Kilometer hinter dem Ausgangspunkt vom Bahnhof Remscheid-Lennep, wo ich mit der Bahn gestartet bin. Habt ihr ja so ein bisschen im Vorspann des Videos gesehen. Das Video habe ich jetzt eigentlich auch deshalb gemacht. Es ist jetzt keine besonders lange Tour und ist auch nur eine One-Way-Strecke. Also ich muss die Strecke dann mit Öffis zurückfahren. Hier links würde es übrigens abgehen Richtung Hückeswagen und Wipperfürth, Marienheide etc. Von daher ist das jetzt keine besonders eine Strecke, die ich eigentlich schon ein paar Mal gefilmt habe. Gibt es auch schon ein älteres Video drüber. Aber in dem Zusammenhang wollte ich euch das jetzt nochmal vorstellen, wie ich das jetzt gemacht habe. Zumal es gibt hier einen Fahrradbus, einen bergischen Fahrradbus, der fährt irgendwie von März bis Oktober. Aber eben auch nur samstags, sonntags und feiertags. Ja, jetzt bin ich hier an einer Stelle in Wermelskirchen. Hier links seht ihr übrigens den Skaterpark. Und hier voraus, so halb links, seht ihr, ist der Supermarkt Lidl. Und da möchte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen was Besonderes zu erzählen, weil ich finde das ist aber meine persönliche Meinung, finde das sehr schade, was die Verantwortlichen in Wermelskirchen gemacht haben. Denn quasi ab hier haben sie die ehemalige Bahntrasse für 2,5 Kilometer quasi schon früh abgezwackt und als Umgehungsstraße für den Durchgangsverkehr genutzt. Dazu habe ich euch jetzt mal hier eine Karte eingeblendet, die kommt jetzt gerade ins Bild. Ihr seht die rote Linie, das sind die 2,5 Kilometer, die man sich jetzt hier durch die Stadt quälen muss, und links davon die schwarze Linie, das ist die ehemalige Bahntrasse. Da hat man jetzt auf dieser Länge eben zweckentfremdet. Und hier seht ihr auch in Komoot, das ist tatsächlich hier jetzt mitten durch die Stadt eben als Fahrradweg führt. Ja, man hat überlegt, tatsächlich wieder eine Straßenbahn fahren lassen zu wollen auf der ehemaligen Bahntrasse. Da frage ich mich natürlich, will man dann die Umgehungsstraße, also die ehemalige Bahntrasse, die man jetzt zur Bundesstraße gemacht hat, dann wieder mit der Straßenbahn Schienen verlegen? Irgendwie leuchtet mir das Ganze noch nicht so richtig ein. Naja, also es ist nicht prickelnd, hier durch Wermelskirchen zu fahren. Die 2,5 Kilometer finde ich nicht toll. Einzigster positiver Wermutstropfen ist, dass man hier natürlich, sofern man werktags fährt, gut, Bäcker hier, der hat natürlich auch wahrscheinlich samstags sowieso, aber sonntags wahrscheinlich auch auf. Hab mir hier einen Kaffee to go und Kartoffelsalat und eine Apfeltasche Blätterteig geholt. Ja, also wie gesagt, trotz der Umgehungsstraße bzw. ehemalige Bahntrasse, die man jetzt als Bundesstraße benutzt hat, die so weiß ich wie viel gar nicht so weit weg von hier verläuft, ist hier trotzdem, finde ich, nicht schön zu fahren. Ihr seht jetzt auch, vielleicht habt ihr es gerade noch gesehen, so einen grünen Pfeil. Und ich glaube mal, das ist der Hinweispfeil, wie man hier am besten als Radfahrer jetzt hier durchfahren sollte. Ihr seht, leider ist hier auch mal ein Fahrradschutzstreifen, mal nicht. Dafür ist hier vieles auf Tempo 30 gedrosselt, übrigens da in dieser vermeintlichen Fußgängerzone sogar auf 20 km/h, also Radfahrer aufgepasst, könntet vielleicht auch geblitzt werden, AI, also Spaß beiseite. Hier war gerade wieder der grüne Pfeil, jetzt muss man hier rechts abbiegen, grüner Pfeil unten, beachten. Ja, und jetzt kommt mal wieder ein Schutzstreifen, juhu, und hier hätte ich jetzt links abbiegen müssen. Also dieser Abbiegepfeil da auf der Fahrradschutzstreifen, den fand ich jetzt irgendwie
Also ich fahre die Trasse ja nicht zum ersten Mal, aber trotzdem habe ich das jetzt wieder irgendwie nicht gerafft. Naja, gut, die Abbiegespur da an der Stelle ist ja auch so auffällig. Naja, also ich weiß nicht, ne? Ich glaube, das könnte man noch ein bisschen besser machen. Ja, in Bezug auf die, hier die Trasse wieder nutzbar zu machen als Straßenbahntrasse. Ihr seht, die ist recht breit hier. Die war wohl, glaube ich, mal zweispurig. Also von daher wäre da, man plant das ja, dass man die Strecke als Fahrrad tauglich weiter behält und die Straßenbahnlinie rechts oder links davon damit zubaut. Hier jetzt übrigens mal eine Rampe, die ich ziemlich auf gut Deutsch kacke finde. Hier links seht ihr da, wo die Bäume stehen, war wahrscheinlich ursprünglich mal die Bahntrasse, die da tiefer gelegt weiter verlief. Und hier links war wahrscheinlich mal eine Brücke. Ihr seht, das geht hier rauf und runter. Ich frage mich immer, warum man das nicht unten auf der Trasse für den Durchgangsradler weiter beibehalten. Genauso hier auch. Hier wäre nämlich der Geländeeinschnitt rechts hier von der jetzigen Trasse gewesen. Ich finde, das hätte man durchaus irgendwie gut. Aber okay. Ne? Man weiß jetzt nicht, warum. Was für Gründe auch immer. Vielleicht war die alte Brücke zu schmal. Brücken sind ja auch immer kostspielig, muss man pflegen. Wobei, gut, hier die Straße ist jetzt breiter wahrscheinlich als vorher die Brücke. Aber für die Radler, vor allen Dingen die, die jetzt, sag ich mal, als Biobike unterwegs sind, ist das nicht sehr schön. Warum macht man nicht dann an den Stellen so einen Tunnel wie hier? Der ist sicher sehr kostensparend zu realisieren. Ja, jetzt hier links die A1, mal ein kurzer Blick Richtung Köln. Und jetzt kommt hier auch schon der Burscheider Bahnhof, ehemalige Bahnhof. Hat man eine Außen- bzw. eine Gastro gemacht. Und hier ist jetzt Baustelle in Burscheid, muss man leider umfahren. Finde ich auch ziemlich großen Mist, weil gefühlt, meine ich, ist diese Baustelle auch schon also ein Jahr mindestens, wenn nicht anderthalb. Ja, dann kann man hier als Fahrradfahrer wenigstens wieder hier vorbei. Und ihr seht Burscheider Grill. Ja, was habe ich mir da geholt? Nicht Currywurst-Pommes, aber immerhin eine Schale Pommes. Weil ich hatte ja mir in dem Bäckerladen den Kartoffelsalat geholt, der übrigens sehr, sehr lecker ist. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, und direkt nebenan von dem Grill, Burscheider Grill, da kann man einen Blick auf die Radler bzw. ehemalige Bahntrasse, jetzt auf diese für Fahrrad tauglich gemachte. Also wie ich vorhin sagte, ne, mit diesen Rampen, die man gemacht hat, hätte man da rechts oder links von eben auch die Originaltrassenführung beibehalten können. Jetzt hier wieder so eine blöde Rampe. Ne? Links ist eigentlich der Geländeeinschnitt, wo man schon erahnen kann, dass da früher eigentlich mal hier eine Brücke war und da unten drunter dann die Bahn durchgefahren ist. Ne? Also wenn man da eine Straßenbahnlinie machen möchte, dann wird das aber so eine ziemlich teure Geschichte, ne, liebe Leute. Ne? Dann müsst ihr da. Ich weiß nicht, ob die Straßenbahn da auch schön hochfährt und wieder hinten runter. Hier rechts war übrigens ein Klappschild mit Hinweis auf irgendeiner Gastro. Hier ein Blick links in irgendeine Ortsstraße. Hier schon links der Hinweisschild, Ortsschild Leverkusen. Und ja, also wie gesagt, ne, mit der Realisation dieser Straßenbahn, also Platz wäre natürlich, aber dann die Straßenbahn, da die Rampen rauf und runter fahren zu lassen, also das halte ich für ein bisschen ziemlichen Blödsinn. Ne? Also müsste man da die Geländeeinschnitte, die vorher da waren, und ein Brückchen und naja, ich weiß nicht. Ne? Also ich finde es ein bisschen witzig mit dieser Überlegung. Ja, hier rechts sieht man auch noch mal so ein
Überrest von so einem ehemaligen Bahnhof, ne, mit so einem Wartehäuschen. Finde ich sehr schön, dass man das mal auch so ein bisschen erhalten hat. Ja, und jetzt kommt der Test der Fimipalm 2 Pro. Die habe ich in dem Video davor auch schon mal in dieser Form genutzt, so über den Kopf hinweg in Fahrtrichtung vor Haus. Das Schöne ist an dieser Kamera, man kann mittels der App, kann man dann auch die Perspektive auf dem Display des Smartphones, da ist, sind so ein, wie so ein Kompass, Norden, Süden, Osten, Westen, ist leider ein bisschen kontrastarm, aber das ist so rechts in der Ecke vom Display. Und da kann man die Kamera, die Blickrichtung mit steuern. Ne? Also das geht stufenlos, das ist jetzt nicht rastbar oder so, sondern wenn man da in der Mitte ist, wie der Knopf an der Kamera, je nachdem wie man den bewegt, kann man also dann die Blickrichtung der Kamera ändern. Also da werde ich sicher noch ein paar andere Tests und Aufnahmen machen für euch und so ein bisschen was darüber erzählen. Ihr seht ja, jetzt habe ich die mal die Perspektiven auch gewechselt mit der Kamera, die ich links an der Schulter habe, und mit der Fimipalm 2 Pro. Das war der Test, mal so ein paar andere Perspektiven und Blickrichtungen reinzubringen. Jetzt bin ich auch schon hier kurz vor dem Leverkusener Bahnhof. Wie gesagt, das ist eine Tour, so wie ich sie jetzt hier vorstelle. Die wollte ich euch so zeigen. Es ist nur 28 Kilometer, die man mal eben mal abreißen kann. Vor allen Dingen von Lennep geht es immer bergunter Richtung Opladen. Und unabhängig von dem Fahrradbus kann man das ganzjährig machen. Also nicht nur, wenn der Fahrradbus Samstag, Sonntag und feiertags fährt, kann man mit dem Zug zurückfahren. In Remscheid-Lennep behält der Zug, und hier in Opladen ist ja auch die Zuganbindung. Und ja, und dann kann man natürlich wählen. Ich bin jetzt hier mal in diesem Video, habe ich es jetzt angetestet, wollte ich dann mal über Solingen Hauptbahnhof fahren. Main Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof, Abfahrt 17.27 Uhr, heute circa 10 Minuten später von Gleis 1. Natal Oberbahn, Abfahrt 17.32 Uhr, heute circa 5 Minuten später von Gleis 9. Ja, genau, Gleis 9. Von da fährt nämlich meine S7. Also wie gesagt, man kann das auch über Wuppertal machen, dann muss man in Wuppertal umsteigen. Ihr seht jetzt hier Gleis 3, der Aufzug ist passend für ein 28 Zoll Fahrrad. Ihr werdet aber auch gleich sehen, jetzt gehe ich hier die Unterführung lang zum Gleis 9. Und da werdet ihr sehen, dass leider dieser Aufzug, witzigerweise sind nicht alle Aufzüge gleich, hier in Solingen, nämlich der für Gleis 9, ist nämlich leider für 28 Zoll Fahrräder zu klein. Und wenn ich auf solchen Touren bin, wo ich nicht weiß, welche Aufzüge mich erwarten, dann nehme ich mal hier mein Faltrad mit, mein 27,5, mein Gott, 28 Zoll Fahrrad mit. Dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Ihr seht, das kann ich ein bisschen kurz die Verriegelung aufmachen, ein bisschen knicken, und schon ist die Sache gelaufen. So, ich bin jetzt hier auch am Ende des Videos. Ich werde jetzt hier gleich in die S7 einsteigen, die leider wieder mal letztendlich über 10 Minuten Verspätung hatte, und dann nach Remscheid-Lennep zurückfahren. Ich bedanke mich für das Zuschauen von euch. Würde mich über einen Daumen hoch und natürlich ein Abo sehr freuen. Abos kosten nichts. Winke, winke, macht's gut und tschüss.